Moin Freunde, seit ein paar Tagen bin ich glücklicher Besitzer geworden von GoPro 12. Und jetzt möchte man gerne GoPro 12 und 11 testen. Ich würde mal die beiden Kameras oben auf dem Dach auf dem Auto befestigen und ein bisschen durch die Stadt rumfahren und anzugucken, ob es wirklich Unterschied gibt zwischen Bildqualität, Stabilisation, ja, und so weiter. Bleib dran und like.